Ja, hier gab es jetzt leider kein Kartenstück. Aber was soll's. Gehen wir hier nochmal raus. Und wohin geht's jetzt? Jetzt geht's erstmal zurück Richtung Torwall. Genau, und zwar über Tjolla. Und dann, was machen wir dann? Erstmal reisen wir weiter. Ich glaube, wir probieren jetzt die Herberge. Es könnte zwar eine harte Nuss sein, aber dann wäre es wenigstens eine schöne Herausforderung. Und wir haben gerade so viele schöne Zaubertränke gekauft. Die wollen ja auch verschwendet werden. So, also da lang, ab nach Torwahl. Dann schauen wir gleich nochmal am Hafen vorbei. In der Hoffnung, dass inzwischen ein Schiff da ist. Und wenn nicht, dann reisen wir halt die altbekannte Strecke nach Warnheim durch Daspota. Und dann war das kurz außerhalb von Daspota. Aber das wird Mürrum schon wiederfinden. So. Oh, direkt vor Torwall Orks. Das ist ja kurios. Na gut. Du hilfst da oben mal mit. Und Gwendolyn fängt die Orks links von der Gruppe ab. Genau, ihr. Das passt soweit alles. Du stellst dich mal da so hin. Und du begrüßt den Ork dann mit einem Pfeil. 6 Trefferpunkte und er kippt um. Ja. Definitiv nicht die Orks, sondern ganz normale Orks. So, du schießt den an. Oder um. Und du auf den. Und dann müsste sich Gerugan gleich mal umstellen, damit die Elfen wieder ordentlich treffen können. Du wartest ab. Du läufst weiter Richtung Tirix Ork. Ah, 11 Trefferpunkte. Ah ja. Die Zweihandaxt ist schon echt schick. So, du müsstest eigentlich von hier aus schon freie Bahn haben. Genau. Aber triffst nicht. Schade. Gleich nochmal. So. Und ihr macht wieder euren Elfentanz. Oh. Oder auch nicht, denn sie ist überladen. Na gut, dann halt Jallen. So, 6 Abenteuerpunkte. Die nehmen wir mal mit. Und sind 2 Minuten später wieder in Torwall. Ja, dass die Stadtwachen gegen die Orks nichts unternehmen, ist ja auch schon skurril. Aber sei es drum. Nein, verklickt. Wir wollen. War da der Hafen? Nee, den Fehler habe ich schon mal gemacht. Das ist der falsche Ausgang am Wasser. Das hier ist der richtige. Und es gibt ein Schiff nach Warnheim und nach Bremen. Wie lange braucht das Schiff nach Bremen? 28 Stunden, das ist doch schnell. Müssen aber leider noch eine Nacht hier übernachten. Vielleicht in eine Taverne oder ein. Ja, es war eine Taverne. Weil dann können wir uns in Bremen nochmal nach dem Kräuterhändler umschauen. Ob es da vielleicht noch einen anderen gibt oder mehrere. Der letzte Held. Das klingt ja auch dramatisch. Wir hätten aber gerne eine Herberge. Genau, Effards Trunk. Dann nehmen wir normales Einzelzimmer. Wir sind ja alle so ausgeruht, es nur eben geht. Und huschen ganz schnell zurück zum Hafen. So, ab an Bord. Das ist aber ein richtig schnelles Schiff. In 28 Stunden, also ein bisschen mehr als einem Tag, einmal durch die ganze Bucht. Normalerweise hätten wir da gut 1,5 bis 2 Wochen gebraucht. So, hier waren wir schon einmal durchgehuscht. Aber so wirklich alles entdeckt haben wir hier noch nicht. Was haben wir hier? Eine Krämerin. Da verkaufen wir noch mal ganz kurz den einen Goldschmuck, den wir noch irgendwo rumliegen haben. Genau den. Ach, Dukaten. Das ist ja übel. Also in Torwahl auf dem Markt haben wir dafür 14 Dukaten bekommen pro Stück. Und die Marktplatzpreise sind ja meistens eher geringer. Na gut. Achso, was war hier für einer? Krämer.
Da war auch Crema. Gucken wir mal da oben. Herm Yoga Walson. Waffenhändler. Oh, wir können gucken, ob es hier vielleicht einen anderen Zweihänder gibt. Es gibt den Bastardschwert, es gibt einen Zweihänder und es gibt einen Rondra-Kamm. Oh, der sieht schick aus. Ich glaube, den gönnen wir Girugon mal. Wo wir gleich dabei sind, auch die Schuppenpanzer? Ich weiß ja nicht. Na komm, erstmal nur den Rondra-Kamm. So. Da feilschen wir mal 20% raus. Gut, sollt ihr haben. Sehr schön. Rondra-Kamm zu Gerugon. Du bist überladen. Ja, die Streitachse wird gleich wieder verkauft. In der Hoffnung, dass der Rondra-Kamm wirklich besser ist als die Streitaxt. Terikati. Genau. 6 Dukaten sollte man nicht verehren. Okay, 10%. So. Und wo ich gerade Rondra höre. Wir sollten mal einen Rondra-Tempel suchen. Denn es gibt da einen ganz schicken Bonus, den man mitnehmen könnte. Der eventuell auch permanent ist. Ah, schon wieder ein Travia-Tempel. Gucken wir mal ganz kurz nochmal in den Osten der Stadt. Da ist noch ein Tempel und da hinten. Aber so nah am Wasser ist das bestimmt ein Efer-Tempel. Nee, ist Fafnir. Aber nah dran. So, und was haben wir da? Ein Rondra-Tempel. Sehr schön. Also, Gerugon, unser Schwertkämpfer, spendet jetzt erstmal 50 Dukaten. Und betet dann, auf dass sein Schwertarm... Genau, Rondra verleiht euch allen einen geschickteren Schwertarm. Oh, uns allen? Schwerter 9. Ja, ich weiß nicht, wie viel er vorher hatte. Aber das wäre ja schick. Können wir das nochmal machen? Also um zu sehen, ob sie noch irgendeinen anderen Segen für uns hat. Ja, spenden wir gleich nochmal 500. Ja, also Silberstücke. Der Rondra-Kampf von Gerugon wird von Rondra zur magischen Waffe erhoben. Ja, das ist doch mal nett. Einen magischen Rondra-Kampf mit einem von Rondra gesegneten, nicht magischen Schwertarm. So muss das sein. Ja, jetzt sind wir doch recht motiviert, auf zur Herberge zu stürmen und vor der Tür stehen zu bleiben, hm, Gerugon? Ja, also wir müssen jetzt den östlichen Ausgang nehmen. Gibt es anscheinend nicht. Dann probieren wir mal den südlichen. Und der südliche führt nach Norden. Okay. Oh, und wir hätten beim Hafen vielleicht schauen sollen, ob da irgendwas in die Nähe führt. Aber naja, vielleicht finden wir hier unterwegs auch noch irgendwas. Wir sollten dann nur nicht Gerugon in erster Reihe laufen lassen. So. Jagen. Achso, hat sie schon was anderes gemacht. Na gut. Dann verkneifen wir uns eine Nacht mal das Jagen. So, ah, wir haben eine ganz gute Strecke vor uns. Eine Herberge. Nein, wir haben gerade erst den Tag begonnen. Skjall. Da ist der Ausgang. So, aber hier können wir mal ganz kurz am Hafen gucken. Es gibt ein Schiff nach Bremen. Schön. Nee, wir wollen nicht nach Bremen zurück. Otterche, Otterche. Oh, Otterche war, glaube ich, auch noch was. Was sagt meine... Genau, Chora Arenson war ein Otterche. Den haben wir in ein frühes Grab gebracht. Aber wir könnten nochmal vorbeischauen, ob da jetzt irgendwie in seinem Nachlass eine Karte aufgetaucht ist oder sowas in der Richtung. Achso, das habe ich gerade schon. Schlafen. Weil das ist ja eh auf dem Weg. Oh, Gewaltmarsch. Ein idealer Rastplatz. Nein, wir haben es eilig. Oh, mitten auf dem Hohlweg, auf dem ihr gerade geht, ist ein riesiger Baum gestürzt, der den Weg in seiner gesamten Breite blockiert. Wir könnten einen Umweg suchen oder die Axt zur Hand nehmen.
Nehmen wir mal die Axt zur Hand, dann machen wir es für die anderen Reisenden auch ein wenig leichter. Ihr habt leider keine Axt oder Beile dabei. Wollt ihr uns veräppeln? Wir haben eine magische Streitaxt. Na gut, eine Orknase. Aber wir haben eine magische Streitaxt, mit der wir locker einen Baum zerspalten könnten. Aber na gut, dann gehen wir halt zurück und suchen einen Umweg. Menno. Ja, Mürrim fordert euch auf, stehen zu bleiben. Am Boden ist eine schwache Fährte zu erkennen. Von was? Gucken wir uns mal genauer an. Die Spur ist nicht sehr deutlich. Es sieht aus, als wäre hier ein Gegenstand über den Boden geschleift worden. Trittspuren im eigentlichen Sinne sind nicht zu erkennen. Nach einiger Zeit häufen sich am Boden und in den Zweigen klebrige Fäden. Offensichtlich Teile eines Spinnennetzes. Ihr erreicht ein kleines, tief eingeschnittenes Tal, dessen Eingang von einem riesigen Spinnennetz versperrt ist. Im Hintergrund erkennt ihr eine Höhle. Spinnen sind nicht zu sehen. Oh, ein neuer Dungeon. Das Netz durchtrennen wir nochmal und erforschen die Höhle. Die Spinnenhöhle. So, Gwendolyn nach vorne. Kristallkugel zu Gwendolyn. Limit erreicht. Dann essen wir doch gleich mal die Kohlmannblätter. Die hätte ich sonst, wenn die Nachricht nicht gekommen wäre, wahrscheinlich auch wieder vergessen. So, wer noch? Mürrim noch. Jallen auch noch, damit sie ein bisschen flinker ist. Talanen. Ja doch, gehen wir Talanen jetzt auch mal eine. Damit sie eventuell bewegen und zaubern kann. So, wir haben hier einen Ausgang. Wir haben da einen langen Korridor. Wir haben da einen langen Korridor. Und hier einen großen Raum in der Mitte. Da ist bestimmt irgendwas Gefährliches. Also machen wir das jetzt gleich am Anfang, wo wir noch volle Astralenergie haben. Oh, das sind keine Spinnen. Ein Kultist? Okay. Das war jetzt unpraktisch. Du machst mal einen Schritt zurück und schießt ihn an. Weil sonst hätten wir... Kommen wir an dir vorbei und können noch zaubern? Nein, können wir nicht. Aber wir können an dir vorbei und dann deinen Meister anschießen. Nämlich diesen Priester hier. Sehr gut. Du stellst dich da hin und haust ihm in die Seite mit deinem geweihten Rondra-Kamm. Und du gehst mal in Richtung des Priesters. Jallen ist geblendet. Ah, das hatte ich gerade vor. So, du haust weiter den Kultisten. Jallen ist schon wieder geblendet. Das Spiel können mehrere Leute spielen. Aber ich glaube, ich mache einfach gleich meinen Ignifaxius. Auf maximaler Stufe und mit etwas Glück kippt er gleich um. Ja, da sparen wir uns die Astralenergie für einen Blitzdefend. Du, die Mini-Seite. Du haust denselben wie Tirik, damit er schnell umfällt. Und Gwendolyn trifft Gwendolyn für 6. Autsch. Du gehst mal da hinten in die Ecke, für den Fall, dass Verstärkung kommt. Du haust den aber normal. Wir wollen keine Parade verlieren. Du gehst da hin. Und ihr müsst beide hier so ungefähr hin. Ah, 14 Trefferpunkte. Schön, schön. So, noch 2 Schritte. Und den anschießen. Der müsst jetzt umkippen. Er flieht nicht mal. Das ist ja dreist. Komm schon, kipp um, lauf weg, irgendwas. Dober Kultist. Ja, ist echt ein zäher Brocken. Aber na gut. Du schießt mal auf den, damit du Mürrim nicht im Weg bist. Und jetzt flieht er endlich. Na also, du dahin. Du dahin und dann machen wir Computerkampf. So.
Die zwei kriegen wir jetzt auch noch so erwischt, bevor Talaranda angelaufen kommt. Ja, ja, versuch es ruhig, aber das wirst du nicht schaffen. Okay, das kam jetzt unerwartet. Aber den hätte sie auch verscheucht. Gut, sie steht noch nicht im Weg. Der ist tot und der flieht. Sehr schön, wir haben... Oh, Arax-Gift. Das nehmen wir doch mal mit. Dolch, Vulkanglas-Dolch. Nein, danke. Und 138 Abenteuerpunkte. Ülalü. Das hat sich ja auf jeden Fall gelohnt, hier vorbeizuschauen. Und wir müssten jetzt eigentlich Gwendolyn heilen. Aber da essen wir doch mal ein Wirselkraut. Oder zwei. Alles besser, als sich von Yallen antatschen zu lassen. So, gehen wir erstmal hier am Rand lang. Was ist undurchdringlich wie eine eherne Wand und doch durchsichtig wie Glas? Glas? Nein. Was ist undurchdringlich wie eine eherne Wand? Eine eherne Wand ist wohl eine stabile Wand, also eine Steinwand, und doch durchsichtig wie Glas. Kristall? Vulkanglas? Das ist auch Glas, das wird nicht das sein. Ha. Kann ich das abbrechen? Ja, kann ich. Das ist schon mal gut. Oh. Was ist das für ein ekliges Ding? Das speichere ich doch mal. LP 72. Und wir sehen uns gleich wieder bei diesem komischen Etwas.